Der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet gab seine Stimme kurz nach dem Öffnen der Wahllokale ab. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen begann am Sonntagmorgen die Landtagswahl. Den Umfragen zufolge ist eine große Koalition wahrscheinlich. Offen ist aber, wer die Regierung führt. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD und Herausforderer Laschet lagen in Erhebungen zuletzt in etwa gleich auf. Die Wahl gilt auch als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.